Grüß dich beim Blattsalat, den schnellsten Schlagzeilen am Morgen. Leider schlechte Nachrichten für Tattoo-Lustige und Tattoo-Willige. Die EU will jetzt farbige Tattoos verbieten. Und zwar in der neuen Chemikalienverordnung, oder wie die heißt, da ist festgeschrieben, welche Farben am Körper verwendet werden dürfen. Und deswegen aller Voraussicht nach wird es leider mehr schwarz-weiß Tattoos geben. Ich finde es wirklich sehr gravierend, weil ich finde, auch die Freiheit, die farbliche Freiheit am Körper muss gewährleistet bleiben. Und ich habe schon fürs 2022 ein Projekt gehabt, wo ich praktisch meinen Rücken angewählt mit einem Corona tätowieren lassen. Und da die Viren so farbig sein, muss ich jetzt leider warten, bis die Chemikalienverordnung entweder revidiert oder zurückgezogen wird. Weil die EU sogar, wenn sie ein neues Gesetz machen, dann wird dann alles eliminiert. So ich sagen da, one in, one out. Die Wirklichkeit, wenn man die Zeitung glauben darf, schaut aber so aus, dass es two in, one out. Probably. Also zwei neue Gesetze und eins wird vielleicht eliminiert. Wenn man sich vorstellt, dass die im Jahr so 2100 Bestimmungen und Regelungen und Gesetze erlassen, dann wundert man sich, wie sie in der Lage sein, das alles Hand zu haben. Aber das leider am Rande, warten wir einfach einmal, bis die bunten Farben für die Tattoos wieder freigeben werden und nachher schaut die Welt wieder viel bunter aus. Ganz etwas Interessantes habe ich letzthin, also übers Wochenende, gelesen. Und das ist das Papier vom Deutschen Ethikrat, wo wirklich, muss ich sagen, ganz akribisch und seriös und bedacht die Argumente für und gegen die Impfung dargelegt werden. Und wenn das interessiert, wer sich da vertiefen will, der kann sich das Papier einfach anladen, also Ethikrat, Impfbefürwortung, Impfgegen, und der findet es nachher entsprechend im Internet. Interessant ist dabei, dass zum Beispiel das neue Medikament, das Paxlovid von Pfizer, so das Gegenprodukt dazu war von Merck, das Medikament, also nicht die Impfung, sondern wirklich ein Medikament, das, wenn jemand Covid kriegt, dann kann er daheim das Pillerle schlucken und die Sache ist mehr oder weniger erledigt. Also die ist so in dem Papier von Ethikrat kommt auch zur Sprache, dass wenn es ein Medikament gibt, dass nachher die Impfpflicht vielleicht fraglich war. Aber das Interessante ist, dass man, also das Paxlovid, das war der sogenannte Game Changer, der ändert noch alles. Das Interessante ist, dass bei einem Medikament gefordert wird, dass es breit verfügbar ist, also für alle zugänglich ist, dass es sehr wirksam ist und dass es nebenwirkungsarm ist. Und für mich hat sich noch die Frage gestellt, wenn die Kriterien für ein Medikament gelten, ja, wir sollten die noch für eine Impfung gelten. Aber das ist leider eine Frage. Und wenn wir noch über die Zeitungen lesen, ob das jetzt die Nationalen oder die Deutschen sein, die Impfungen seien nebenwirkungsarm, die Impfungen seien wirksam und die Impfungen seien die Rettung der Nation und die Rettung von Leben. Und noch ein paar interessante Sachen gefunden, das ist, glaube ich, jetzt in der Welt am Sonntag gewesen, wo ein paar Irrtümer in der ganzen Pandemiezeit aufgelistet worden sein. Ich lese ein kleiner Buch vor, ihr findet es auch im Internet. Es hat einen Ansatz gegeben, der sogenannte No-Covid-Strategie. Und da wollte man die Grundrechte und die Freiheitsrechte für die Menschen so lange einschränken, bis der Covid verschwunden ist. Zum Beispiel Neuseeland hat es gewählt. Dann ist man drauf gekommen, so schnell wird der Virus, der Covid, nicht verschwinden, also muss man von der No-Covid-Strategie
einfach auch gerne. Eine interessante Film oder halt eine interessante Meldung, die nicht so ist, wie sie halt hat sein sollte, nehmen wir aus, weil sie einen Gesundheitsminister betrifft, der, also der Herr Minister Lauterbach, der hat nur im Oktober gesagt, zu einer dritten Impfdosis, eine Boosterimpfung für alle wäre jetzt auf keinen Fall sinnvoll. Und 17 Tage später sagt er, dass man sofort boostern muss. Also ich will eigentlich leider mit die Dynamik in der ganzen Geschichte erzählen und auf die ganzen Kriterien, wie man die ganze Pandemie bewertet und berechnet und wie Statistiken erstellt werden, die Hospitalisierungsrate, die Inzidenzwerte, die der, ja. Große Zweifel kommen in manchen Medien über den sogenannten Hospitalisierungswert auf, also wie viele Leute werden in Krankenhaus geliefert. Dann ist die Frage, werden sie die Zahlen hergenommen für die Leute, die wegen Covid kommen, oder werden sie mal die Zahlen genommen, die wegen etwas anderes kommen und wo nach Covid festgestellt werden. Also ich sehe es, es ist einfach alles noch ein bisschen schwammig und schwimmig, aber nichtsdestotrotz widmen wir uns jetzt kurz den Schlagzeilen und wir fangen an, wie kann es anders sein, mit unserer wichtigsten Zeitung und Dolomiten. Und selben geht es natürlich um die neue Verordnung von Landeshauptmann, die am Heiligabend ausgekommen ist und unterschrieben worden ist. Neue Corona-Verordnung des Landes, was jetzt in Südtirol gilt. Und da sind natürlich wieder ein paar lustige Sachen drunter. FFP2-Masken, Masken im Freien, Skifahren mit FFP2, Inchecken im Hotel mit 3G, Spaghetti essen im Restaurant mit 2G. Wenn jemand einen Kurs machen will, privat, dann braucht er 3G. Also ist mir jetzt wirklich bitte eine Tabelle machen, wenn 2G, wenn 3G, wo FFP2, wo chirurgische Masken. Gleich der Bildaufmacher, ein Jahr Corona-Impfung, 900.000 Dosen gespritzt. Ein Jahr Corona-Impfung, exakt vor heute, vor einem Jahr, wurde im Südtirol zum ersten Mal gepikst. Inzwischen sind es über 900.000 verabreichte Dosen. Patrick Franzoni, der stellvertretende Covid-Einsatzleiter im Sanitätsbetrieb, zieht sein persönliches Resümee. Und im unteren Bereich nur, Putin droht dem Westen. Wieder einmal, das ist nicht neues, weil das ist ja schon eigentlich klar und ist eigentlich nicht wirklich erwähnenswert. Interessant wird es im Politiktal, im Innenteil, ähnlich wie Südtirol, also im Ukraine-Konflikt, will man so eine Autonomie, wie Südtirol sie hat. Und nachher sieht man da ein Bild von Putin und von Stoltenberg. NATO zeigt sich gegenüber Moskau gesprächsbereit. Das wundert uns jetzt, weil zuerst haben sie doch gesagt, mit uns lassen wir nicht spielen. Aber beim Wladimir werden sie sich gedacht haben, jetzt reden müssen wir doch einmal mit ihm. Nicht allein die EU will Weihnachten einschränken, sondern auch China schränkt Weihnachten als westliche Tradition ein. Und dann gibt es eine Umfrage, mehr als 6 von 10 Briten bewerten Brexit negativ. Wie gesagt, mit den Umfragen wisst ihr ja selber, wie das ist. Je nachdem, wie man fragt und je nachdem, welche Zeitung man fragt und je nachdem, wer der Auftraggeber ist, so fallen auch die Umfragen aus. Zum Beispiel also eine Umfrage geben, wer Europa liebt und wer Europa nicht liebt. Die Italiener lieben Europa und alle wollen unbedingt zu Europa. Die Franzosen hingegen lieben Europa überhaupt nicht. Und dann hat es jetzt scheinbar mal so eine Umfrage gegeben, wer die beliebtesten Minister in Italien sein. Und der allerbeliebteste Minister ist der Speranza. Die Hoffnung ist die letzte Überlebende. Und an zweiter und dritter Stelle sein Minister gewesen, die ich noch gar nicht gehört habe, muss ich ehrlich zugeben. Dann habe ich mir gerne nachlesen, wer seien jetzt die überhaupt. Und dann habe ich festgestellt, das ist erst ganz kurz im Amt. Und ich frage mich,
wie bei einer Umfrage, aber die Italiener werden schon mehr politische Bildung haben als ich, muss ich zugeben. Aber ich habe am besten Willen, hatte nie gekannt antworten, ob das jetzt einer von den beliebtesten ist oder nicht. Weil man gerade bei der Politik sein, hat aber nicht mit Politik zu tun. Der Franz, also der Papst, sagt, die Diktatur des Ichs bekämpfen. Weil sonst geht es nicht mehr weiter so. Und da hat er auch recht. Es wird noch ausführlich darüber berichtet, wie er das meint und was halt so. Ja, und dann eben in der Chronik, Titel: Extrem selten. Deutschland: kaum schwere Nebenwirkungen nach 123 Millionen Impfungen. Das haben wir ja vorher auch gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Und nachher am Rande 5,68 Millionen Corona-Tote, so lenken ein paar Tote sorgen für andere Krankheiten. Nein, brauchen wir nicht, weil entscheidend tut momentan das. Und sonst im Innenteil noch eben impfen, aber bitte kein Pflasterle, weil das ist das Entscheidende, dass wirklich kein Pflasterle oben ist. Und dann wird da eben ausführlich Resümee gezogen, was eben alles passiert ist. Und 5 Todesopfer, 792 neue Fälle, 2 Infektionsherde mit Omikron-Variante in Pustertal und in Bozen, dass auch Tierärzte suspendiert worden sein. Notizen findet ihr alle in der Tageszeitung oder mitten. Und noch ein Überblick, was bis auf Weiteres in Südtirol gilt. Weil es für mich das Interessanteste in der neuen Verordnung ist gewesen, dass nicht der Datum festgelegt worden ist, bis zum Beispiel 31. Jänner, sondern die Regeln gelten bis Pandemieende. Und Pandemieende wissen wir ja, wenn es hell ist. Voraussichtlich, jawohl. Ich will euch das jetzt da auflisten, das findet sich selber und schade ist, dass die Diskos- und Tanzveranstaltungen wieder zu sein und dass man nichts mehr tun darf, nicht einmal im Freien. Das heißt, Silvesterpartys in der Stadt verboten. Ist ja gut, weil es umeinander geknallt und das umeinander gesaufen ist. Das bringt alles nicht. Und dass der Green Pass verkürzt worden ist, das ist auch nicht mehr neues. Das Wichtigste ist, dass die Regeln gelten bis Pandemieende. Gut. Und dann gibt es ein bisschen etwas, dass der Bischof hat gesagt hat, dass wir einen neuen Zusammenhalt brauchen. Und eben, weil ist auch gut so. Im Alto Adige wird getitelt, was kann im Alto Adige getitelt werden? Einer Meinung nach. Nein, 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 ganz falsch. Und zwar geht es doch nochmal um die Untersuchungen zu dem Maskendeal. Inchiesta Mascherine, tutto parte da una Mail. Also, wenn sie das Mail verschickt, seid vorsichtig, was drin steht. Sci sull'impianti con la FFP2. Wichtig ist, dass es schnell ist. Ob noch Masken sein, ist zweitrangig. Noch über den Brand in Sinich, wo so ein Magazin mit Zelten angekommen ist. Und die Weihnachtsgeschichte schlechthin, dass zwei Hinteln von einem Bohr praktisch adoptiert worden sein. Nachher im Innenteil: Il Covid non frena, ma è arrivata la stretta, Rekord, die Pass emessi. Und unten, was ich einfach sagen will, ein Zitat von De Luca, das kennst du schon, der so wie der Landeshauptmann von Kampagnen, der sagt: Di fronte al rischio di pochi controlli bisogna usare anche l'esercito. Also nicht gleich im Impfgeneral Figliuolo, sondern kontrollieren muss auch das Heer mit Panzer und Gewehr. Na, hell vielleicht nicht, aber halt das Heer soll bitte kontrollieren, was da gemacht wird und wer sich nicht an die Regeln hält und wer keine Maske trägt. Und in dem Zusammenhang ist ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher Virologe oder welcher Experte, der halt in den Fernsehsendungen umeinander schwirrt, der hat gesagt, wenn 1 Million Infizierte sein, dann müssen 10 Millionen in Quarantäne sein
und soll gerettet, weil Helm bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Aber jetzt können wir ihm mal bis 10. Jänner eine Ruhe geben, weil sowieso Ponte und Pontoni sein. Und dann braucht man ja die ganzen Arbeiter einmal nicht, oder? Im Alto Adige auch der Hinweis, dass ab 1. Jänner die Bargeldgrenze auf 1000 Euro angesetzt wird, ist auch kein Problem, weil sehr viel Bargeld strutzen wir nicht umeinander. Und wenn wir etwas zahlen, dann zahlen wir das mit Google Pay oder Apple Pay oder SixPay, PayPal oder. Deswegen, das Bargeld sollen sie eigentlich anschaffen, dann braucht man sich nicht grausen, wenn man so einen 200 oder 500 Euro Schein in der Hand hat, und dann ist einfach endlich Ruhe. Interessant, Natale di sbarchi e morte annegate a 28 Migranti. Also, ich sage das jetzt ganz neutral. In der Zeit seien ca. 60.000 Flüchtlinge hergekommen, ohne dass da ein großer Aufschrei gewesen ist und ohne dass da groß gefragt worden ist und geschaut worden ist. Und auf jeden Fall, und von diesen 60.000 seien halt da 28 gestorben, und man tut allem nur so scheinheilig, und auf jeden Fall, das passiert halt so nebenbei en passant, während man die Verordnungen und so weiter durchzieht. Eine traurige Nachricht, der Desmond Tutu, der Erzbischof, ist gestorben, er ist auch der Friedensnobelpreisträger gewesen. Ein ganz interessanter Bericht im Alto Adige, La Valanga Rosa della Cultura Vienese, un miracolo austriaco. Also da wird einfach gesagt, dass ganz, ganz viele Frauen in führende Positionen sein und dass ganz, ganz viele Frauen im Kultur- und einfach im Wirtschaftsbereich da sein und dass es trotzdem einfach nur fällt und dass es in Italien ganz schlimm ist. Und deswegen war ich dafür, sollte der Super Mario, du bist der Boss, nicht Staatspräsident werden wollen, aus politischen Querelen und aus politischen strategischen Überlegungen aus, bitte, bitte macht eine Frau Staatspräsidentin. Ich finde, Italien war seinem gerettet. Mehr nur als mit dem Draghi, dem Super Mario. Der Falk, das Orakel vom Falk, der Biostatiker, sagt, con Omicron mese difficile fine a marzo. In einem anderen Interview hat er mal gesagt, Omicron ist so ein Problem, das Werk ist leicht zu stemmen. Aber wie gesagt, es ist einfach alles dynamisch und es ist alles in Bewegung. Und deswegen müssen wir einfach da ein bisschen flexibel sein. So gehen nun schnell die Aufmacher von der italienischen Tageszeitung. Da ist es recht unterschiedlich und recht bunt. Varianti, ecco il mio piano. Da sagt der Figliolo, wo es erdehen wird, wenn die vierte und die fünfte Welle und die sechste Welle kommt. Die Repubblica, prigioniere del virus. Österreich und Deutschland seien nicht so gut unterwegs. Sie seien die Gefangene vom Virus, weil die Novaks seien. Dann nachher in La Stampa, Tamponi e terze dosi. Chaos, di fine danno. Da gibt es kein Chaos, weil es ist sowieso alles verboten, und was nicht verboten ist, der haben wir freiwillig nicht da. La Quarantena dei Sani, il paradosso del Covid im Libero. Nachher, ja, das ist eigentlich schon alles. Was wollte ich denn sonst noch vielleicht sagen? In der Welt, also in der Tageszeitung Die Welt, Özdemir, der neue deutsche Landwirtschaftsminister, will die Lebensmittelpreise deutlich erhöhen. Kamera überwachte Schlachthöfe, gesundere Produkte, und die Union sagt aber, nicht jeder kann sich Bio leisten. Da seien wir anderer Meinung. Noch das Bild eben von Desmond Tutu. Und Ruf nach Lockerung von Quarantäneregelungen. Da werden sie der Ruf wert. Verhallen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kritik an Waffenexport in Rekordhöhe. Also die Frau Merkel und die alte Regierung mit dem jetzigen Kanzler und damals Vizekanzler Scholz, die haben Waffenexporte von 9 Milliarden Euro genehmigt. Jetzt ich frage mich, wo die Waffen hingeliefert werden. Oder wie. Ich verstehe das nicht genau, wie das jetzt da geht. Aber auf jeden Fall sind sie einfach geliefert worden. Regierung strebt Impfquote
von 80% bis Ende Januar an und Putin droht dem Westen. Und die Tageszeitung, also die linke, die linksgerichtete Tageszeitung, schreibt, Deutschland fälscht den Impfpass. Weil so ist dann draufgekommen, dass da mit so kriminellen Tricksereien, ich meine, die sind bei uns ganz und gäbe, wer regt sich denn da auf, ob jetzt so ein Impfgang, Impfpass richtig ist. Sie sagen, dass 11.000 haben schon den Impfpass gefälscht. Die Süddeutsche widmet sich dem Euro, er feiert 20 Jahre und hat einfach am 1. Januar 21 Geburtstag und 20 Jahre Euro. Am 1. Januar bekamen die Deutschen eine neue Währung. Sie war immer umstritten und ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Wie kann das anders heißen von der Süddeutschen Zeitung? Und wenn euch das die Erfolgsgeschichte von Euro interessiert, nachher lest das bitte in der Süddeutschen noch. Fragile Hochstimmung. Experten sagen für Deutschland eine weite Teile der Welt und weite Teile der Welt ein kräftiges Wirtschaftswachstum voraus. Doch Virusmutanten, Produktionsausfälle und Inflation, seit wann reden wir von der Inflation, könnten die Prognosen zunichte machen. Aber das bekümmert uns alles nicht so. Ich denke, das Wichtigste habe ich euch heute gesagt. Ich wünsche euch einen guten vielleicht habe ich noch etwas. Ja, genau, das ist mir aufgefallen. Also der Umgang mit dem Tod und der Umgang mit dem Virus, der wird in einem netten Artikel ein bisschen in so, wie kann ich das sagen, in einer Randbemerkung wirklich befreiend und locker behandelt. Der Tod gehört zum Leben. Das will nur niemand mehr wahrhaben. Und mit dem Spruch, der zurückgeht auf Michel de Montaigne, der sich sehr locker und interessant und beruhigend über das Thema schon vor ein paar hundert Jahren ausgelassen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleibt wachsam.